Was für eine Woche. Für uns, aber vor allen Dingen für Sie in unserem Land. Und ja, vor uns liegt jetzt eine Zeit, die definitiv nicht einfacher werden wird. Eine Zeit, die wir uns im Zweifel alle so nicht ausgesucht haben, aber eine besondere Verantwortung tragen. Und deswegen beteiligen wir uns hier nicht am Klatschometer für billigen Applaus, sondern aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und zwar über den Tag hinaus. Auch die Frage, wer hätte letzte Woche welche Sätze wie sagen sollen oder nicht, bringt uns aus unserer Sicht nicht weiter. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich glaube, daran sollten wir uns öfter mal in diesem Moment erinnern. Denn mit plumpen Schuldzuweisungen, mit einem Lagerwahlkampf, mit Beschimpfung werden wir definitiv nicht weiterkommen. Und dieses Land, ich glaube, wir alle, wir sind tief verunsichert. Und deswegen geht es jetzt darum, Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben. Sicherheit für uns, für unser Europa und unsere Nachbarn. Unser Land und vor allen Dingen die staatlichen Institutionen, die sie tragen, nicht schlecht zu reden, sondern zu stärken. Und auch so eine beiläufige Beleidigung der Bundeswahlleiterin, sorry to say, aber das ist doch nicht eine Stärkung. Das ist doch nicht eine Stärkung von staatlichen Institutionen in unsicheren Zeiten. Unser Land ist stark. Unser wunderbares Land ist so stark, wie wir demokratischen Parteien es jetzt gerade machen. Und das ist unsere Verantwortung. Wir sind trotz all der Herausforderungen, und da redet niemand von uns drüber hinweg, die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa, die stärkste. Wir tragen eine besondere Verantwortung. Wir sind bei den Patentanmeldungen immer mit den USA auf Platz 1 oder 2. Unser Pass ist einer der sichersten Pässe in der Welt, weil so viele andere Länder uns vertrauen als liberale Demokratie und als eine starke Demokratie in Europa. Und daher machen wir nicht mit, das kann ich gleich schon mal sagen. An diesem Wettbewerb, wer redet Deutschland schlechter? Nein, es geht jetzt darum, wer macht Deutschland stärker in diesen schwierigen Zeiten. Und auch da sollten wir uns an alte Tugenden erinnern. Konservative Tugenden, wenn ich mich richtig erinnere. Anstand, Rückgrat, Verantwortung, die über den Tag hinausgeht. Das hat nicht nur unser Land jahrzehntelang stark gemacht, weil es gab ja schon mal andere Krisen, durch die wir gemeinsam gegangen sind, sondern, und das möchte ich in aller Dankbarkeit an die Menschen in unserem Land sagen, das haben Sie gezeigt in den letzten schwierigen letzten Jahren, nicht nur seit dem 24. Februar 2022, sondern auch in diesen Corona-Wintern, an die wir uns alle erinnern. Der hätte jeder hinschmeißen können in unserem Land, aber niemand ist weggelaufen, sondern hat gesagt, in schwierigen Zeiten steht Deutschland zusammen, und genau das müssen wir jetzt wieder tun. Und in diesen schwierigen Zeiten, die nach Corona, und Sie haben an die Jugend erinnert, stellen Sie sich mal vor, Sie sind da gerade 18 geworden, und dann geht man rein in die nächsten Jahre, und dann erlebt man, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Was bedeutet das denn für die Zukunftsaussichten? Und man erlebt als Tochter, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, dass in den letzten 3 Jahren, weil die Kinder auch einkaufen gehen, nicht nur das Eis super teuer geworden ist, sondern die Kartoffeln doppelt so teuer sind wie in den Jahren zuvor. Die Butter um 1 Euro teurer geworden ist. In solchen Zeiten gilt es doch, uns zu fragen, wie können wir das Leben der Menschen, und zwar aller Menschen, die einkaufen gehen in unserem Land, egal wo sie geboren sind, wo sie herkommen oder welche Partei im Deutschen Bundestag sie wählen, wie können wir dieses Leben der Menschen wieder besser machen? Und all diese Menschen stehen jeden Tag auf. Auch wenn Sie viel zu beklagen hätten, viel zu beklagen über die Frage, dass der Bus nicht pünktlich kommt, über die Infrastruktur, die Situation der Schulen in unserem Land, auch viel zu beklagen über all die Politikerinnen und Politiker, die hier sitzen. Aber die sagen doch nicht, nee, dann laufe ich mal einfach weg aus meiner Verantwortung als Busfahrer. Stehe ich heute halt nicht auf, dann fährt der Bus halt nicht. Nein, sie tun das Gegenteil. Sie sagen, trotz der widrigen Umstände bin ich da für die Menschen in meiner Stadt, in meinem Dorf, weil meine Nachbarn mich und uns brauchen. Weil sie vielleicht auch
weil Sie vielleicht auch, und das erlebe ich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin in unserem Land, aber auch in Europa, weil Sie jeden Tag spüren, das sind Zeiten, die hat es für so viele noch nie gegeben. Weil Sie auch eine alte Tugend vielleicht spüren, die wir im Deutschen Bundestag viel zu selten aussprechen. Dankbarkeit. Dankbarkeit, jeden Tag einfach ganz normal zur Arbeit zu gehen. Sich nicht zu sorgen, was es bedeutet, wenn das Kind in der Kita ist, ob eine Rakete oder Drohne einschlägt. Dankbarkeit auch, dass das Wasser funktioniert und wir eine Krankenversicherung in unserem Land haben. Und dankbar, ja, dass wir ein starker Sozialstaat sind, der uns durch all die Krisen in der Vergangenheit getragen hat. Und damit das so bleibt, müssen wir doch gerade in Zeiten von noch größerer Verunsicherung jetzt gemeinsam überlegen, wie können wir genau das schützen, was dieses Land zusammenhält. Den starken Sozialstaat, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, staatliche Institutionen in unserem Land. Und ja, das haben wir als Ampel, und das möchte ich auch im tiefen Respekt sagen, weil ich meine, die Koalitionsverhandlungen waren nicht einfach. Andere Koalitionsverhandlungen haben gar nicht stattgefunden, weil ich gucke mal nach links, jemand komplett dagegen war, dass diese Farbkonstellation regiert. Das gehört ja zur ganzen Ehrlichkeit auch dazu. Ja, natürlich war das nicht einfach. Und was haben wir gesagt? Es gibt auch ein berühmtes Foto von. Was haben wir damals gesagt? Jetzt erst recht, weil es nicht einfach ist, packen wir es an. Offensichtlich ist es nicht 4 Jahre erfolgreich gelaufen. Aber es nicht zu versuchen, das ist doch das Gegenteil von Verantwortung. Und deswegen, ja, wir haben einiges sehr mühsam, manchmal anstrengend, manchmal im Streit auf den Weg gebracht, weil wir es uns eben nicht so einfach gemacht haben. Und auch dafür möchte ich werben. Ich meine, Wahlkampf ist easy. Populistisch draufhauen auf andere, das kann jeder. Aber weil wir es versucht haben, uns nicht so einfach zu machen. Und das haben wir gemeinsam geschafft, das habe ich letzte Woche hier im Bundestag gesagt. Beim Sondervermögen haben wir geschaut, was ist jetzt wirklich wichtig, fraktionsübergreifend. Und wir haben als Ampel geschaut, was ist wirklich wichtig, nach den Jahren, wo Sie sich, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, nicht getraut haben, in einfacheren Zeiten die großen Strukturreformen in unserem Land anzugehen. Es gab riesige Baustellen bei uns, und dafür trägt CDU, CSU die Verantwortung. Da geht es nicht um Schuldzuweisung, das kann man ja nachlesen in allen Geschichtsbüchern, 16 Jahre lang. Ja, Herr Merz, Sie waren da im zeitweiligen politischen Ruhestand, auch das kann man nachlesen. Aber ich bin es nicht gewesen, sondern das war so eine Frau. Ja, also ich meine, das ist ja nun auch nicht Verantwortung für die eigene Partei, und die heißt CDU, CSU. Und ja, es war nicht einfach, auch das gehört dazu, dass wir uns ein Jahr lang damit beschäftigen mussten, aus der Abhängigkeit vom russischen Gas zu befreien. Das war ein Riesenkraftakt. Der hat uns wahnsinnig viel gekostet. Das Gleiche gilt bei den Versäumnissen in der Infrastruktur. Das Gleiche gilt bei all den Investitionen, die Robert Habeck geleistet hat in der Energiepolitik. Das haben Sie 16 Jahre lang versäumt, und deswegen war das anstrengend und schwer. Und ja, das haben wir auch diesem Wirtschaftsminister, Vizekanzler Robert Habeck zu verdanken. Hier wurde ja dauernd reingerufen, wo ist der eigentlich? Sein Flugzeug ist leider kaputt. Und ja, das bedeutet, dass ich hier spontan einspringe. Das nennt man übrigens Teamplay. Noch so eine alte Tugend, die Sie offensichtlich in der Union noch nicht mal mehr buchstabieren können. Wir sind das angegangen, nicht nur bei der Infrastruktur, beim Bürokratieabbau, ja, auch bei der Visa-Digitalisierung. Weil wie sollen wir denn Sicherheit in diesem Land schaffen, wenn wir nach wie vor mit Wäschekörben Visa durch die Gegend tragen? Warum haben Sie das nicht getraut bei diesem Sicherheitsthema Nummer eins? Weil große Reformen Zeit, Mut und Kraft kosten. Aber auch das sind wir angegangen für die Sicherheit in unserem Land und damit wir endlich die Fachkräfte gewinnen können, die Deutschland für den Wirtschaftsstandort so intensiv braucht. Ja, das ist ja sehr witzig, Lastenrad von Lissabon hierher fahren. Also das kann man sich im Wahlkampf gleich mal sparen. Also, und mit Blick auf die Frage, was jetzt ansteht, und das hat der Bundeskanzler für diese Bundesregierung deutlich gemacht.
Putin wird uns nicht den Gefallen tun, dass er darauf wartet, wie dieser Wahlkampf dann ausgeht und wer dann im April oder Mai diese neue Regierung bilden wird. Und deswegen, und danke, dass Sie das eben so erwähnt haben, Herr Merz, es wird jetzt bei den wirklich wichtigen Dingen für unser Land, weil dann brauchen wir auch nicht über Lastenräder oder Flugzeuge weiter zu diskutieren, der Sicherung des Friedens in Europa kommt es auf die nächsten Wochen und Monate an. Und da kommt es umso mehr darauf an, ob wir hier, die für den Frieden in Europa einstehen, genau da bereit sind, jeden Tag, und wir wissen nicht, wann die Drohnenangriffe noch mehr zunehmen, wahrscheinlich über Weihnachten, wenn wir eigentlich dachten, wir atmen alle noch mal durch, jeden Tag bereit sind, aufzustehen, dankbar zu sein, dass wir in Frieden leben können, und dann, wenn der Bundestag eine Sondersitzung hat oder die letzte Sitzung vor Weihnachten ansteht, in den Spiegel zu schauen, und so habe ich es jedenfalls bei den letzten Krisen gemacht, mich immer wieder gefragt, was werden mich meine Kinder in 10 Jahren fragen? In dem Moment, wo Deutschland für den Frieden in Europa einstehen musste, haben wir da europäisch gemeinsam gehandelt, so wie unsere osteuropäischen Nachbarn das für uns getan haben, als wir sie brauchten, oder nicht? Und das wird die entscheidende Frage sein. Wohlstand, Wachstum, soziale Sicherheit. Wir brauchen Frieden, wir brauchen eine liberale Gesellschaft. Und deswegen werben wir hier für einen gemeinsamen Kraftakt in die Investitionen in unsere Sicherheit. Ja, das wird mit der neuen US-Administration nicht einfacher. Aber auch das haben wir uns nicht ausgesucht, das haben die Wählerinnen und Wähler in den USA entschieden. Klar ist aber, wenn wir nicht wissen, wo wir stehen, dann wird es umso schwerer. Und deswegen sage ich auch zum Abschluss, diese Frage, wo wir stehen, die Wirtschaftskraft, der Frieden, die Haltung von Europa, das ist entscheidend, nicht nur in den Tagen mit Blick auf den Frieden in der Ukraine, sondern auch auf dieser Klimakonferenz. Gerade wenn die USA sagen, wir verabschieden uns. Die Klimakrise ist die größte Sicherheitsgefahr auf dieser ganzen Welt. Unsere Antwort kann deswegen nicht sein, wenn die USA jetzt sagen sollte, America first, Germany first, wie ich das so ansatzweise gehört habe, sondern die Antwort auf America first muss sein, Europe united, mit einem starken Deutschland, das bereit ist zu führen, Verantwortung zu übernehmen für den Frieden in Europa, für die Menschen in unserem Land, ob alt oder jung, groß oder klein, so ist, wie die es Menschen gezeigt haben. Letztes Jahr im Januar und Februar sind Menschen auf die Straße gegangen, unabhängig davon, welche Farbe, grün, rot, schwarz oder gelb sie wählen, und haben gesagt, das Wichtigste für uns ist die Sicherung unserer liberalen Demokratie. Und darum geht es. Wir sind in diesem Sinne gemeinsame Partner. Herzlichen Dank.